Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part FIFA 13 Wii U Version. Und hier, das ist auch sowas Schönes, die Minigames wurden weggelassen, aber dafür gibt es hier diese schöne Arena, wo man trainieren kann. Und wir haben da gerade diesen komischen Spieler angestellt, den ich schon wieder vergessen habe, wie der heißt. Neymar. Und der Torhüter ist Casillas. Ja. Welcher Part das ist, ich keine Ahnung, 5., 4., 3.? Egal, wir haben schon zu viele aufgenommen. Erster. Ich kann nicht rechnen. Ich zähle. Und ja, heute spielen wir einfach mal ein internationales Spiel. Hör doch mal auf, was zu drücken. Ich hab nichts gedrückt, was willst du? Heute spielen wir einfach mal, also ich nehme heute Kamerun. Kann ich euch mal sagen. Türkei hast du, glaube ich, schon den vorhin genommen. Nein. Also wir haben die Parts nicht alle an einem Tag aufgenommen, deswegen weiß ich auch nicht, welcher Part das ist. Aber Italien hast du, glaube ich, schon in einem Part. Ich habe Türkei und nicht Italien. Wie gesagt, ich nehme jetzt Kamerun. Weil ich die einfach geil finde, ne? Geil. Junge. Entschuldigung. Ich mach jetzt. Nein. Dauert zu lange. Hallo, hör doch mal auf, was du drücken, ja, du. Ja, Entschuldigung. Ich will dich ja nicht aggressiv machen, aber. Ja, machst du aber dann nicht. Ich nehme die Ausstellung breite Raute, zumindest heißt sie so bei der PC-Version. Die Namen haben sie ja auch weggelassen, ist mir aufgefallen. Weil, guckt euch das an. Das sind die Namen. Oder ich nehme das so. Nee, ich nehme meine breite Raute. Da muss ich noch ein paar Spieler umwechseln. Also das tut mir jetzt leid, also das vielleicht hier, dass ich jetzt kurz nichts labere. Weil ich bin ja sonst immer der Typ, der so viel labert. Links, rechts. Oh. Links, rechts, Mitte, zentral, rechts. Ja, okay, so kann es bleiben eigentlich. Okay, ich bin fertig. Laxfax, du bist auch fertig oder was? Ich bin übrigens ja Javi. Für die Leute, die meinen, die jetzt das hier zum ersten Part gucken, wir spielen natürlich die Wii U-Version. Falls ihr Fragen habt zu der Wii U-Version, guckt euch hauptsächlich erstmal den ersten Part an, da erklären wir nämlich alle Fragen zur Wii U-Version. Und wenn ihr immer noch weitere Fragen habt, schreibt es in irgendeinem Video in die Kommentare. Ich antworte gern auf eure Fragen und Mitteilungen. Ja. Ja, wir spielen jetzt los. Vorher kommt dieses komische kleine Trainingsgame. Jetzt nochmal. Bist du draußen. Den hat Cassius und der hat Hand genommen draußen, deswegen gibt es ihn gleich, dass der drüber geht. Oh. Tor! Oder nein. Ja, das haben, da haben wir schon wieder 3 Minuten voll gelabert und das Spiel beginnt jetzt erst. Ja, so ist es. Jawohl, auf die Kacke. Wir spielen natürlich wieder mit dem Schiedsrichter, der lieb ist, weil ich sonst nach 3 Minuten das Spiel. Wir können auch mal mit einem strengen Schiedsrichter spielen, einmal, aber dann wird das Spiel eventuell vorzeitig abgebrochen. Das können wir euch auch mal zeigen. Da muss ich aber hardcore faulen. Ja, das können wir euch mal in Special Part zeigen, so im letzten Part, oder? Wäre doch eine gute Idee. Nein, das ist der übel die Verarschung. Türkei ist überpowered. Meine Ansicht nach, oder? Nein, das liegt daran an den schlechten Spielern von Kamerun. Junge, willst du mich verarschen? Naja. Die Türken, die können es halt. Ja, ich mag auch Türken plus beim Fußballspielen auf dem Bolzer. Sind sie ziemlich aggressiv. Ja, das war alles, was ich zu Türken sagen könnte. Ich gehe zum Türkenfriseur. Das ist auch etwas, was ich zu Türken sagen kann. Mehr weiß ich zu Türken nicht. Und das war kein Foul. Das war. Ja, okay, gelb geht noch für den Arschzong. Was lachst du denn? Was ich nicht gemacht habe. Nein. Das war klar, dass diese scheiß Lusche im Tor war. Ja, kein Wunder, der hat ein pinkes T-Shirt. Junge, hast du gerade mein Torwart beleidigt? Ja. Tut mir leid. Ich hab euch alles an. Nein! Was ist denn? Heute habe ich echt einen schlechten Tag im FIFA. Mal echt. Ey, das könnte mein Rekord werden.
Robot liegt bei 9-0 mit Hoffenheim gegen Gladbach verloren. Und ich habe Gladbach. Dieser Burak Yilmaz, der geht sowas von ab. Und ich habe Gladbach gespielt. Scheiß Schiri. Ich denke, das ist gut. Wir müssen wir dein Auto stehen. Jetzt kommt eine gute Flanke. Nimm ich diese hier! Mit Ikichi? Ikichi spielt er da jetzt? Ja, der spielt bei Bremen. Der spielt bei Bremen? Der hat ja mal bei Bayern München 2 gespielt. Und dann bei Bayern. Meine Güte! Nürnberg? Vor allem, ich spiele mit dem Wii U Gamepad. Ich weiß auch nicht, wieso ich so schlecht bin. Das habt ihr am Anfang gesehen. Falls ihr bei den Video-Spieleinstellungen zugeguckt habt. Und Laxfax spielt mir nur mit der kuppeligen Wii-Fernbedienung, mit der ich nicht spielen kann. Also mit der kuppeligen Wii-Fernbedienung kann ich echt nicht spielen. Weiß nicht, wie er damit immer so gute Tore schießt oder Effekt machen kann. Oh. Ja, das ist kein Foul, na klar. War ja auch nichts. Das war ein Bodycheck. Das war ein Bodycheck, ne? Genau wie das hier. Alter, da schiebt er mir noch einen Ball. Mann, da passt er in die falsche Richtung. Der war es nicht, du hast in die falsche Richtung gedrückt. Nein, habe ich nicht, ich habe nach unten gedrückt. Das war eine scheiß Stinksbombs Krippel. Mann, ich wollte auch noch aussteigen lassen. Na toll, jetzt hab ich nicht. Weil jetzt mit so einer scheiß Ecke. Und die ist gefährlich! Immer noch! Nicht mehr. Weil jetzt habe ich den Ball vollkommen unter der Kontrolle. Was? Alter, der ist mir von hinten reingegangen. Das muss doch rot geben. Was? Das gibt's nicht mal gelb, ey. So ein Arsch. Der Zweikampf war mal geil. So, die übelste Verarschung. Der Schiri kommt bestimmt aus der Türkei, ey. Scott McQueenie, denkst du? Ich denke, er kommt aus Irland. England. Hm? Scott. Alter, das war jetzt echt geil, wie ich den umreize. Das ist eigentlich eine Karte. Ja. Ja, ich schieße das selber. Boom! Was? Das war Jonisch! Rot! Ja, ja, gelb geht auch. Da, 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 da. Jetzt habe ich Mario Kart die Musik im Gehirn. Was wir auch bald jetzt playen werden, wahrscheinlich irgendwann mal. Genau wie den Nachfolger wahrscheinlich, hoffentlich. Da, 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 da. Nein! Bitte nicht, Alter! Was ist denn das? Der Deutsche hat bei mir mal übelst gut gehalten und jetzt hält er so gut wie gar nichts mehr. Ich kapiere das nicht. Tja. Ich finde das voll lustig. Erklärt erstmal. Ich nutze alte, hatte ich glaube aber nie. Ecke. Ich verstehe es nicht. Oh. Scheiß Verteidiger. Wie lange denn noch? 5 ab, Schiri. Zur Halbzeit. Puh. Halbzeit. Das Lustige ist, was ich gar nicht gesagt habe, dass man hier auch noch ein bisschen ein paar Sekunden danach weiterspielen kann. Das ist der Unterschied zur PC-Version. Ich kenne die anderen beiden Versionen gar nicht. Du hast keinen einzigen Schuss. Naja, wie soll man denn da auch vorkommen? Scheiße, ich bin aber nicht auf der Offense. Weißt du, bist nicht auf sehr hoffen. Ich glaube, es gibt Geld nachträglich für mich. Wieso denn zum Gegner? Hallo. Den Abseits. Ja, das war schön abseits. Da 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 da. Also die vereisten Leute überspringen ja mal die Sequenzen, dabei sind die richtig schön gestaltet.
teilweise. Außer die Torsequenzen. Mann! Junge! Duran mit seinem dritten Tor. Anti-Torbahn. Ja, er ist einfach. Weil ich habe mal gegen ihn gespielt, gegen Kamerun. Ja, da war der Torwart so mega gut, ja. Da hat er am Ende 1-0 noch gewonnen, ja. 1-0 gewonnen? Ich glaube, ja. Da hast du mit dem Torwart alles gehalten und irgendwann noch ein Torschuss oder ein Elfmeterschießen können. Hand! Nein. Komm, das war offensichtlich, dass das Hand war. Das war Hand. Nicht das weit 40 bin. Los! Jetzt mal hier. Ich gehe jetzt mal in die Offensive. Mein erster Schuss, bitte. Torwart raus! Ja! Und das war nicht gezielter Schuss, hoffe ich. Ich glaube, oder? Super, er hat mein Tor geschossen. Er hat ein Tor geschossen. Ich spiele nicht mit gezielter Schuss, weil das unfair ist, weil der mit der Wii U Gamepad, die Fernbedienung schon allein untergejubelt ist. Unterbelichtet ist. Und da untergelegen ist. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Oh, ausgerechnet die Musik. Die Musik vom Regenbogen würde war es mal hören. Natürlich. Natürlich ausgerechnet die Musik. Ja, wollen wir auch mal gucken. Vielleicht machen wir auch mal Super Mario Kart Together, wenn wir Bock haben. Wie gesagt, wir machen Let's Play. Das war mal ein geiles Fall. Wie gesagt, wir machen Let's Play natürlich auch nur durch Spaß. Also zu unserem selbstigen Fall. Ach. Ah, das wolltest du mit Absicht machen. Oh Mann, den musst du doch machen. Ah, da. Okay, mein Rekord wird's nicht. Aber fast ein zweitbester Rekord. Nein, ich habe mal 8 Minuten nicht. Mann, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so ruhig bin, aber ich bin gerade übelst angespannt. Also, denkst du mal gleich das Negative? Oh, siehst du? Und so hat er dann jeden Ball gehalten bei dem einen Spiel. Was? Warte, es wird noch mal. Ja, das war was. Ja, so, also wenn das was war, dann wäre das, wo du mich von hinten gekriegt hast, locker hoch gewesen. War das in diesem Spiel? Ich glaube schon. Das ist ein Foul, ey. Bin nur locker. Ja, bloß leider stand da keiner. Wow, fuck! Und er hat noch ein Looping durch die Luft gemacht und hätte, das wäre jetzt bestimmt auch 11 Meter geworden. Hätte er nicht schon selbst. Mann. Also Türken, warum schlagen die eigentlich in Deutschland? Ich kann das auch gar nicht so gut. Ich hab keinen. Also, die Türkei ist richtig. Auf dem Spiel, aber auch nur, weil ich das spiele. Oh! Wow! Prallst du wieder? Ja, natürlich, wenn ich bin immer derjenige, der das alles kann. Naja, das ist auch so. Du machst es ja nicht. Schönes Foul und da ist die rote Karte im Anmarsch. Was? Quicken.
Freaken. Sie freakte, er quakte. Sie laufen gegeneinander. Ha, ja. Naja, dieses Spiel war ich jetzt nicht so gut gelaunt von mir, weil... Wieso? Wie soll man denn da noch lachen bei 7-1 von... und viermal, der hat sogar eine Hattrick gemacht, der eine. Ja, Burak hat einen Hattrick gemacht und der hier. Wie heißt der? Turan. Arda Turan. Ja. Ah, ein T-Turban. Ja, bei mir haben alle übel schlechte Bewertungen gekriegt. Der Torwart? Ja, 6,6, was soll man da noch sagen? Ich sag da nur, schlecht gespielt, schlechtes Spiel. Hoffen wir auf einen besseren nächsten Part. Wenn ihr keinen Part verpassen wollt, alle Parts kommen 2 bis 3 Tage. Oder guckt in die Videobeschreibung, da gibt's einen Links zu meinem Uploadplan und so. Ja, lasst ein Abo da, wenn euch... Wenn ihr keinen Partner verlassen, ich kann heute nicht sprechen. Lasst ein Abo da, wenn ihr keinen Partner verpasst. Lasst ein Abo da, wenn ihr keinen Partner. Lasst ein Arsch. Lasst ein Arsch da. Lasst ein Abo da, wenn ihr keinen Partner verpassen wollt. Laxfuck hat eben noch ein bisschen hier gespielt. Okay, das war's dann von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt FIFA 13 Wii U Version. Wirst. Wirst. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wii U.